Früher sah er hier noch Hunderte. Wenn er heute nach dem Gangesdelfin sucht, braucht Syed Asa viel Geduld. Wegen des Klimawandels und anderer Faktoren sind unsere wichtigen Flüsse, in denen die Delfine leben, an vielen Stellen total versandet. Sie können nicht mehr wandern, verlieren ihren Lebensraum. Jetzt sind sie vom Aussterben bedroht. Wie immer ist es der Eingriff des Menschen in die Natur. Dämme und Schleusen sollen die Landwirtschaft in Bangladesch vor dem Wasser schützen. Delfinen und Fischen aber versperren sie den Weg. Und den Feuchtgebieten fehlt in der Trockenzeit jetzt das Wasser und damit der Fisch. Für die Menschen in der Region Papna ein Desaster. Deswegen vertiefen sie nun diesen Flussarm und verdienen sich so etwas dazu. Das sei ein Ansatz ihres Schutzprojekts, erklärt Syed Asa, um 34 Feuchtgebiete wiederherzustellen. Viele gefährdete Arten, die bereits verschwunden waren, werden sich nach der Aushebung wieder ansiedeln. Sie kehren zurück, vermehren sich und die Biodiversität kann sich so wieder erholen. Das geht nicht ohne die Einsicht der Fischer. Nur sie können den Bestand auch nachhaltig schonen. Doch was sie noch fangen, reicht für Fischer wie Ramcharan Halder und ihre Familien kaum noch zum Leben. Wir haben sie alle gefangen, verkauft, ausgerottet. So ist es. Die Fische sind verschwunden und wir sind verzweifelt. Es gibt auch keine Verbindung zu den Flüssen mehr, sonst könnten wenigstens welche nachkommen. Über 154 Millionen Einwohner auf engstem Raum. Der Druck der Überbevölkerung ist die größte Herausforderung für die Projektleiterin der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Ottilie Mooshofer. Das ist ein Kampf, wo es einfach wirklich arme Leute gibt, die auf diese Ressourcen angewiesen sind, um zu überleben. Und dann ist die Frage, ist es eine Luxusfrage zu sagen, kann ich es mir leisten, dass ich auf das verzichte, auf das letzte 20-30% Fischfang, oder kann ich es mir nicht leisten? Die Fischer wissen, es geht um ihre Zukunft. In den Schutzgebieten ist für sie das Fangen deswegen sogar ganz verboten. Nur so können sich gefährdete Süßwasserfische wieder ansiedeln und in Ruhe laichen. Drei neue Schutzgebiete haben sie nun auch für die letzten Gangesdelfine durchgesetzt. Immerhin ein erster Schritt, sagt Syed Asa. Manchmal wird der Delfin auch gejagt, aber die Fischer hier beschützen ihn jetzt. Sie versuchen es zumindest.